Willkommen zurück, Leute. Dungeon 3 geht weiter und ich bin... Ja, das Problem ist, ich werde es euch sofort zeigen. Ihr seht bestimmt auf der Karte, wo sind denn die Spinnen hin? Wo sind denn die Wurzeldingsbums hin? Was ist denn hier los? Ja, ich habe leider einen Bug in meinem Safe gehabt. Ich habe hier drei Baumaten und die machen haufenweise Kisten. Aber die Kisten wurden mir nachher irgendwann nicht mehr angezeigt, sondern wurde als Null angezeigt. Okay, kann man jetzt sagen. Naja, was jetzt gibt ja, glaube ich, Schlimmeres. Ja, ich mache das Ganze noch mal schnell platt. Okay, dann gibt es Schlimmeres. Naja, okay. Aber das Problem ist, dann kamen die Pilze und haben mir alles zerstört. Und ich kann nichts mehr bauen. Ich habe zwar hier oben stets, ich habe haufenweise Kisten, aber ich kann die nicht nutzen, weil... Da steht eine Null. Und wenn dann eine Null steht, sagt das Spiel, ach nö, hör mal, du hast doch gar keine Kisten. Ich kann dir leider keine Möglichkeit geben, das zu machen. Ja, ich musste ein ganzes Stück zurück. Gezähmte Spinnen nochmal dingsen. Und das ist so eine nervige Scheiße, Leute. Ich habe das jetzt alles nochmal neu ein Stückchen gespielt. Und, ach ja, ich habe ja auch übrigens kein Gold mehr, sehe ich gerade. Ich muss hier oben wieder zu den Spinnen hoch. Ah, ich vergesse, da anzugreifen. Tödliche Pilze wuchsen im Dungeon heran. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Wo sind die Pilze? Ganz ehrlich, dies muss weg. Wenn ist genau das passiert nämlich jetzt. Komm, mach sie weg, mach sie weg. Das ist egal, Nein, jetzt ist das wieder kaputt. Und jetzt geht das gleiche wieder von vorne los. Ich kann die danach nicht mehr bauen. Ja, komm, hol mir den blöden Zwerg hier auch noch da raus. Komm schon. Oh, ich hab die doch nicht durch das Portal geschickt. Kommt, Leute. Das ist mir egal. Macht, was ihr wollt. Das ist, ich habe jetzt die letzte, ich habe da schon mal eine Aufnahme gestartet und es ging plötzlich nicht mehr mit den Kisten. Ich konnte nichts mehr bauen. Leute, ich bin hier am Flippen gewesen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe keine Ahnung gehabt. Es ist Zahltag. Ich habe gerade kein Geld mehr. Wir wissen aber, dass hier ein Goldlager war. Und diese Wurzelzwerge waren ja auch da. Ich muss gerade mal belegen, wenn ich jetzt gleich die Spinnen ausgrabe, jetzt wissen wir, dass wir die Spinnen ja dort haben. Okay, die passt nicht hier hin. Dann muss ich wohl... Vorkehrungen treffen, ganz wichtige Vorkehrungen. Ja, so mache ich das. Wir müssen das so machen. Ich muss jetzt Vorkehrungen treffen, weil diese blöden Spinnen jetzt gleich kommen. Ich muss sie ja sowieso freigraben. Und dann setze ich wenigstens hier schon mal ein paar Fallen hin. In der Hoffnung. Ah, sehr gut. Okay, wir müssen die Fallen hier übrigens... Das Stückchen ist zwar nett, aber die Fallen müssen hier verbessert werden. Das ist ein Witz. Sehr schön. Mache ich hier auch eine
eine Steinfalle hin. Muss wohl so sein. Ich habe übrigens, wisst ihr, ich habe ja kein Gold. Ich habe kein Gold, habe ich noch ein paar Einheiten. Wir graben uns jetzt mal hier ran. Und greife direkt an. Ich greife dort direkt an einfach. Komm mal zu jetzt. Keine Zeit zu warten. So. Wir graben uns jetzt da durch. Jetzt kommen diese Wurzelfurzis. Das macht aber nichts. Jetzt müsste sie durch sein. Und jetzt. Eure Schnodderlinge haben einige Wurzelwichtel ausgegraben. Wir machen das direkt kaputt hier. Keine Zeit. Und holen das Gold hier. Auch wenn wir jetzt hier Einheiten ohne Ende verlieren. Wir brauchen das Gold. Da kenne ich nichts. So. So, aber. Ja, ist gut. Beruhigt euch einfach. Warum ist das jetzt so laut bei mir? Wow. So, jetzt beruhigt euch da so ein bisschen. Und jetzt können wir hier nämlich das Gold lagern. Entlang. Okay. Goldplatz ist ja hier genug. Die brauche ich nicht angreifen. Die hatte ich, naja, das habe ich auch schon mal kaputt gemacht, aber die waren ziemlich stark. Und das ging mir vor auf den Nerv. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, mal unsere Einheiten ein bisschen zu verstärken. Aber das Spinnennest müssen wir sowieso ausgraben, ganz klar. Die bringen das immer in die weitste Stelle. Guckt euch das mal an. Junge! Guck mal. Wo läufst du denn hin? Schmeiß das Gold doch einfach auf den Boden, ey. Du auch. Was ist denn da los? Die laufen da 30.000 Kilometer, ey. Okay, Kisten werden weiter erstellt. Oder besser fallen. Wir sind natürlich jetzt bei Nacht. Ich hätte gerne rausgewollt. Ich habe Angst. Ich habe wieder... Werden hier Kisten erstellt? Okay. Ja, danke schön. Wie gesagt, hier lagen Kisten haufenweise. Ich konnte die auch aufheben. Ich konnte die alle aufheben und wegschmeißen. Aber die wurden nicht gezählt. Ich habe sie weggenommen, dann kam ich nur der Linke, haben wieder gearbeitet, haben ganz schnell wieder volle Kisten gemacht. Es stand aber immer noch null. Und deswegen muss ich den ganzen Scheiß-Safe nochmal löschen und neu holen. Das war sehr ärgerlich, Leute. Das hat mich echt gestört. Zahltag. Ich habe ja aus Angst, wie Wilder hier die ganze Zeit alles aufgegraben. Und was kam da am Ende raus? Hatte ich hier oben. Hier sind nämlich drei Spinnenfallen-Dingens. Die werde ich aber jetzt besser unter Kontrolle haben. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Die kommen jetzt nämlich. Das sind jetzt nur die billigen. Ihr wisst es ja noch von der letzten Folge. Wir hatten nämlich, dann kommen nämlich haufenweise Elite jetzt gleich. Haufenweise Elite. Und dann kamen die Spinnen und Elite und die Wurzelzwerg-Dingens. Die werden jetzt bestimmt angreifen, oder was? Die Falle steht noch nicht mal.
Sehr schön. Margerin stirbt. Ja. Das war wichtig, dass die blöde Margerin gestorben ist. Stimmt. Ich habe ja. Aber wir haben auch kein Geld wieder. Spinnen kann ich aber jetzt setzen. Zwei hatte ich hier gesetzt. Diesmal setze ich sogar drei. Da werden sie schon mal ein bisschen aufgehalten. Die haben schon recht viel Schaden bekommen, die zwei Veteranen. Okay, Ruhe. Solange die nicht angreifen, ist alles gut. Lasst sie in Ruhe. Die Wurzelwichte sind alles ganz gute Freunde. So. Mach was. Boah, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie gestresst und wie wütend ich eben war, dass das nicht geklappt hat. Ich konnte nichts dagegen tun, die blöden Kisten zu erstellen. Und ich habe gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Und dann muss ich alles nochmal neu spielen. Weil es so viel Spaß macht. La 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 la. Was ist denn mit dem Gold los? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Habe ich die Schnorrlinge noch nicht komplett jetzt? Doch, hatte ich doch schon. Habe ich alles eure schon. Eure Kreaturen haben einen Raum mit Kristallwesen angegraben. Wo? Ah, nee. So, sauber. Mega wichtig. Gib mir das fucking Gold. Verteidig das Dungeon-Herz. Wieso? Oh. Oh nein, 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 nein. Ich will dich retten. Ich will dich hier retten, aber... Welcher ist das? Das war der Falsche. Na egal, hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Wird er was trotzdem. Ich sehe es schon kommen. Hier meine kleinen Imps. Boah, der andere ist ja mega stark. Guck dir den mal wieder an. Ne? Hier ist dieser lange Weg ist einfach zu lang. Lange. Der lange Weg ist einfach zu lang. Da ist nichts los. Und da ist passiert nichts. Und da musst du eigentlich schon mehr. Ach, die Spinnen sind schon so eklig, ey. So. Leute, Leute, Leute. Da ist der Dex ziemlich gestresst. Aber nicht von den Wesen oder sowas. Von den blöden ganzen Monstern, die es hierbei gibt. Sondern eigentlich von den Fehlern im Spiel manchmal. Das stört mich so sehr. Ganz besonders stört mich die Steuerung der Figuren manchmal, dass sie nicht funktioniert. Dass sie machen, was sie wollen. Und eben, wenn dann so ein Bug passiert und du spielst und dann hast du kein Save dazwischen gehabt. Ich habe erst extra geguckt, ob ich jetzt so ein Zwischensave gefunden hätte. Nö. War natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte das denn dann auch da sein? Zahltag. Es ist Zahltag. Graf Zahltag. So, sehr schön.
Laufen die schon wieder hier? Ist das... Weg. Ich mag das nicht, dass diese Furzelwurzel-Dinger hier sind. Ja, der greift natürlich jetzt an. Guck, 1, 2, 3, los. Okay. Der ist so heftig, ey. Guck mal, wie lange wir brauchen, meine ganze Einheiten da. Wie lange die da brauchen, um auf das Ding drauf zu hauen. Ah, die haben schon das Geld schon bekommen. Okay, aber jetzt mal weiterbauen hier. So, jetzt haben wir den Wurzelfurzi weg hier mal gebasht. Das war wichtig für mich. Jetzt können wir mal gucken, was ich hier rausmachen kann. Da oben haben wir es ausgegraben, das war wichtig auch. Ich mache mal ganz kurz nämlich hier noch einen Schlafraum. Ein Schlafgemach für meine kleinen bösen Bösewicht-Lies. Okay, ich mach mal was. Raus hier. Tödliche Pilze wuchsen im Dungeon heran. Alles klar, ich gehe wieder zurück. Hat sich wieder erledigt. Kommen wir wieder nicht raus aus meinem scheiß Dungeon. Hörst du auf in den wichtigen Gebäuden? Übrigens, das können wir mal verbessern. Die Boys. So, darf ich jetzt bitte raus? Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. So. Duftbacken-Ork rein. Tschüss. Tu was. Befehligt mich. Jetzt wollte ich mal gucken. Wir müssen da aber nicht lang. Nee. Wir können da noch nicht lang. Wir können da noch nicht lang, Leute. Ich muss echt im Untergrund die Huhn finden oder was? Aber nur das. Hat das Bier schon. Bierchen wollte ich noch eins dazu setzen. Wow, nicht so laut. Mensch. Jetzt hat der Dex wenigstens ein bisschen mehr Gold. Oh. Okay, dann nehmen wir eben die Succubus als erstes. Und den bauen wir auch direkt. Dann versuche ich mal. Sollen wir mal durch die Spinnen hier? Wir müssen uns. Ich glaube, ich boxe mich mal kurz durch die Spinnen durch. Oder?
machen alles kaputt, was jetzt im Untergrund hier rumwurstelt. Nee, ist auch noch gestorben. Ey. Komm, leck mich doch. Da holt euer Gold. So. Ach, ärgerlich, Leute. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Geht das los wieder? Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dass man so total den Hals verliert. Die finden den Schnotter, was Schnottlagedon. Schnottlagedon. Das arme Gedon-Typi hier. Guck, wie süß der aussieht hier. Okay, wir haben schon mal keine scheiß Heilerin mehr. Kommen die ganzen scheiß Elite-Typen hier. Ich glaube, wir machen den Angriff auf die Spinnen später. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst hier rauskomme überall. Die Pilzbomben kommen gleich auch nochmal. Ich finde, dass die Spinnen sind zwar nett, aber die Spinnen machen zu wenig Schaden und machen keinen Giftschaden. So ein bisschen Schaden auf Zeit wäre ganz lustig gewesen. Der Weg ist mir zu lang. Hier muss noch irgendwas geschehen. Ich habe eine gute Idee. Huch, was ist los? Oh, voll Idiot. Er ist ein Elite, der macht dich platt, Mann. Aber ihr macht das schon. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wer macht das schon? Sind schon da. Passt ihr hier hin? Nee. Aber da muss noch einer dazugebaut werden. Hat noch keiner gemacht. Richtig, mach du das. Weil seht ihr schon, die ersten Steinfallen sind alle kaputt von mir jetzt hier. So, dann mache ich nämlich noch ein paar mehr Steinfallen hier hin. So, Ende jetzt Gelände. Okay, hoffentlich werden Kisten produziert. Hoffentlich darf ich hier was bauen.
Ich habe da irgendwie so ein bisschen Muffensausen, dass das nicht funktioniert. Wir hoffen, dass die Succubus das vielleicht schafft. Das mit dem Betören. Vielleicht schaffen wir es ja. Der kriegt sich auf die Reihe. Zu viel Liebe von meiner Succubus. So, 10 Sekunden haben wir jetzt noch. Das ist wichtig gerade. Und jetzt werde ich dann die Spinne oben angreifen. Es ist Zahltag. Für das Böse. Hilfe! Ching, 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 ching. Alle Gold. Okay, dann wollen wir mal hier ran. Jetzt wird's heftig, Mann. Jetzt wird's heftig. Jetzt kommt's. Ich hoffe, keiner hat Arachnophobie. Noch nicht? Kommt aber jetzt. Noch keiner? Komm schon, reißt ein. Jetzt will ich will's jetzt wissen hier. Wir können ja mal Folgendes machen. Wir können ja mal jetzt mal einen wirklichen Zwischensafe machen. Schnulzi! Los! Das ist dein Ding. Deine Aufgabe jetzt hier. Und? Schnulzi! Du hast eine Aufgabe. Hier lang vielleicht? Schnulzi, das ist dein Ding jetzt hier. Du bist hier der Verantwortliche für Arachnophobie, Spinifitzki. Das erkundungsfreudige Böse hatte einen neuen Sockel für den Portalstein entdeckt. Warum mach die Scheiße jetzt hier weg hier? Es killen mir ja wirklich meine Einheiten. Das gibt's gar nicht. Komm. Verteidig das Dungeon-Herz. Nein! Nicht raus! Ork ist echt gestorben. Wieso stirbt der Ork? Das kann mir doch keine Sau erklären, ey. Das ist doch voll die Killerbestie, ey. Noch ein Ork gestorben.
Ich weiß es nicht. Ich muss, glaube ich, noch 60 Millionen Updates machen in dem Spiel hier, um die Orks besser zu machen. Hier so. Alles scheiße hier immer. Okay, die werden wir so nicht mehr viel aushalten können. Und die sind wichtig, die müssen ich jetzt gleich killen. Dungeon-Nerds töten. Dungeon-Nerds töten, habt ihr das gesehen? Oh, ich lasse das nicht alleine. So. Wir warten jetzt, bis die jetzt wieder rauskommen, die nächsten Spinnen. Die kommen mir jetzt ein paar Sekunden. Aber die haben wir jetzt erstmal hier alle zerstört, die blöden Fotzkis hier. Die gehen mir sowieso auf den Senkel. So, jetzt bauen wir das nämlich genauso, wie wir es eben auch hatten. Schön mit viel Gold. So, wir warten, bis die ganzen Spinnis kommen. Dann schmeiße ich die, weil ich, wenn ich jetzt reinschmeiße, kommen die jetzt alle in gleichen Zeit raus, Zeitpunkt raus und dann habe ich dann hier statt, wie viel sind das, vier Spinnen, habe ich dann irgendwie 8 Spinnen oder sowas oder eben nur 6 oder 7. Ich weiß nicht, wie viele da immer so rauskommen, 3 bis 4. Deswegen warten sie mal. Wir warten. Die kommen jetzt gleich. Das sind schon cool animierte Spinnen, ne? Richtig fiese, eklige Dinger. So, 3, 2, 1. Weitere explosive Pilze schossen im Untergrund wie Pilze aus dem Boden. Scheiße. Müssen wir aber jetzt erstmal killen hier. Schon zu spät. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Nicht raus! Wo waren die? Ich glaube, das macht nichts kaputt. Hoffe ich mal. Okay, perfekt. Spinnen sind jetzt auch komplett futsch. Die blöden Spackis hier. Ihr hört das bestimmt von der Stimme. Ich bin sehr genervt von dieser einen Aktion immer noch vom Spiel. Das mache ich jetzt auch nicht. Das ist, die Kugel wäre mir noch zu schade gewesen. Der Zwerg wird das, glaube ich, nicht schaffen. Zwerg hält echt noch viel aus. Guck mal hier, der kämpft ja immer noch. Der steht immer noch.
Die hatte gar keinen Lebensbalken mehr. Er stirbt gar nicht. Jetzt stirbt er endlich. So, wir nehmen das mal kurz auf, schmeißen das kurz hier hin. Geil, dass wir überhaupt kämpfen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Na ja. Soll er kommen, soll er kommen. Alles Böse kommt von oben. Hey! Talia, mal updaten. Noch mächtiger! Wäre sinnvoll immer, ne? Die Talia abzudaten. So, nehmen wir den auch noch mit hier schnell in das Kerker-Ding gedindelst, dündelst. So, die erste. Boah, guck mal, wie viel das sind. Jetzt kommen die ganzen scheiß Elite-Einheiten, ne? Ja, gut, dass er den Magier geheilt hat. Und der Magier ist jetzt direkt gestorben. Wichtig war, dass er nicht der Elite geheilt worden ist. Und der ist nämlich nicht geheilt worden. Und der hat es dann nicht geschafft. Rein mit dem Dreck. Achso, übrigens rein mit dem Dreck. Wir haben ja hier jetzt die Möglichkeit... Sekunde, die schläft ja hier, ne? Dann machen wir das hier. Hier. Die Prügelbude von ihr. Prügeln. Machen das ein bisschen länger noch. Oh Gott, sind die langsam. Ich finde das immer noch so langsam. Für meine Schnodderlinge müssten irgendeine verbesserte Spitzhacke bekommen. Für schneller Prügeln oder so. Prügeln, Volldrupp. Damit was, noch was erstellt werden kann. Ein alter Wachraum mit Helden wurde angegraben. Oh, cool. Es ist Zahltag. Es sollte doch Sukubus Bude werden, aber nein. Jetzt müssen die Helden wieder dazwischen. So. Ende. Sukubus wollte doch auch ihr Liebesnest bauen. Hier, ach, vor 500. Ja, ich krieg einfach zu wenig von dem Düdel hier. Ihr wisst schon, Bösartigkeit. Das gefällt mich nicht gut, Matsch. Das ist mir too much wenig Geld. Stimmt, hier wollte ich das auch noch verlängern. Genau. So. Und
So, Succubussi hat jetzt ihr... Succubussi. Nicht Succubussi, habe ich gesagt. Ich habe Succubussi gesagt. Ja, bitte, bitte nichts hier falsch verstehen. Was ist denn hier los? Komm hier weiter. Da was? Oder so nach Ausgang aussieht oder so. Oder eben Eingang. So, Gold ist ja hier. Die können ja von mir jetzt überall ratzeln, futzeln und batzeln, wie sie wollen. Ich brauche ganz ehrlich das blöde Artefakt hier irgendwie weiterzukommen. Das machen wir jetzt mal irgendwie eine 40 Minuten lang Verteidigung. Oh ja, Google Farm habe ich gesagt. Ganz klar verbessern machen, mehr dran tun. Guru Musterfutter, nee, Mastfutter. So, Prügelbude. Habe ich das nicht? Ich wollte gerade sagen, habe ich das nicht gerade gebaut? Oh Mann, jetzt leckt's das Spiels. Jetzt gefällt's mir nicht so toll's. Diese riesengroße Prügelbude hier raus. Wir haben ja Geld. Also, zwar jetzt nicht mehr da, aber wir haben jetzt so viel Geldquellen. Auch wenn hier keine Sau arbeitet, haben wir das aber trotzdem. Jetzt gehen sie. Ja, jetzt geht ja. So, Geld ist jetzt endlich ausgegeben und jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber echt Schluss. Die nicht geil, ich finde die so geil und nicht, weil ich das geil sage, weil sie geil aussieht. Ich fand sie schon damals bei Dungeon Keeper so geil. Guck mal, was die für Maps hat. Das ist super cool gemacht. Keine Ahnung, ich grab jetzt hier einfach. Ich grab jetzt überall lang. Meine Einheiten sind zwar nicht stark. Hier, guck mal, so hier 250 könnte ich noch gebrauchen, aber wir müssen da jetzt durch. Weiter hier. Irgendwo muss es doch irgendwo irgendwas geben. Kommt da bestimmt jetzt wieder. Sie haben irgendwas freigebuddelt. Und jetzt musst du kämpfen wie ein Wildschwein. Wäre jetzt nicht schlecht, wenn das jetzt kommen würde. Weil, ihr wisst ja, weil gleich mir ganz viele von den blöden Helden kommen. Hier für die Goldstraße. Nix zu holen hier? Echt, hier ist nichts? Wo ist denn das nächste Artefakt? Das absolute Böse hatte einen verschütteten Raum mit ein paar Helden entdeckt. Hoppla. Ja. Macht nix. Es ist Zahltag. Bestestes Training für den Dex und seine Einheiten. Das war's. Hier. Hast ein bisschen Geld. Wo kommen die denn lang? Achso, die laufen hier so rum. Nix, ehrlich, nichts, Freike.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und wir so voll die Elite. Zwei sogar. Zwei goldene Elite-Fruchtsies. Hä? Wieso hat das gerade gebrannt? Weswegen hat das gerade gebrannt? Weswegen? Hä? Was soll das? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum hat das gerade gebrannt? Es hat da einmal gebrannt. Ich hab's auch so. Aber irgendwie durchsuche ich jetzt hier gerade das ganze Gebiet, aber ich finde nichts. Ich weiß nicht. Ist schon welche tot? Oi, ich habe Rückenschmerzen, Leute. No, der Rest wird schon gehen irgendwie. Wir können ja mal das zweite Rollkügelchen mal benutzen. So, die wird so jetzt. Die möchte ich sehen. Die ist hier so eigentlich kurz vorm Abnippeln. Ne? Die wird natürlich nicht mal das Feuer überleben. Oh, meine Spinnenhölle! Ja! Aber da kommt sie nicht durch das Feuer. Wie sie zusammenknickt. Ich glaube, ich mache was falsch. Kann das sein? Muss ich die wirklich draußen angreifen, die Dinger? Ich teste das jetzt mal. Also nicht, dass wir wirklich viel Zeit verloren haben jetzt mit dem ganzen Gedüdel. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das kann ich doch nicht kaputt machen. Das sind doch viel zu stark, oder? Ist die erste von diesen dämlichen Wurzeln. Los, Kreaturen! Zeig dem Ding, was wir von Umweltschutz halten. Was macht ihr denn da? Headbangen. Muss ich... Ich habe immer gedacht, ich musste die noch nicht als angreifen. Ich dachte, ich musste erst die Runendinger da... aktivieren, okay. Ja, dann nehme ich. Gut, mein Fehler. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Ha, der Wurzel haben wir es gegeben. Stirb, Baum! Wow. Ich fühle mich, als würde ich bei einer Ölfirma arbeiten oder sowas. Die ist so kacke, die Alte. Also, natürlich im guten Sinne, bitte, ja? Meine liebe Talia. Befehligt mich. Aber gut, jetzt haben wir das kaputt gemacht. Aber hat jetzt auch nichts gebracht, wie ihr wisst. Wie komme ich denn jetzt weiter? Ich muss doch mal weiter. Weitere explosive Pilze schossen im Untergrund wie Pilze aus dem Boden. Das ist ja klar. Wenn es Pilze sind, dann kommen sie ja wie Pilze aus dem Boden, Mann. Frevler. Ihr wagt es, diese uralten Bäume zu zerstören. Ihr habt das Recht auf einen gnädigen Tod verwirkt. Die Rache der Natur wird unerbittlich sein. Mann, hörst du denn niemals auf zu jammern? Deine Natur kann gar nichts. Und wir werden dir bald schon gehörig in den Hintern treten. Am Richtig. Besten, du schreibst schon mal sowas wie ein Testament. Anstatt uns hier mit deinen dämlichen Ansprachen zu nerven. Während Talias Schimpftirade war ein schabendes und grabendes Geräusch im Dungeon zu hören. Offenbar waren die Pflanzen dort nicht untätig. Verteidig das Dungeon-Herz.
Alltag. Helden befreien Gefangene aus eurem Dungeon. Was? Wir greifen sie von oben an. Fuck! Erzählt mich. Mann, was ist denn das für eine... Wo kommen die auch... Wo ist hier alles kaputt? Das ganze Dungeon ist ja zerstört. Ah, schaffe ich nicht mehr. Org ist tot. Mann! Mann, du blöde Scheißheilerin jetzt! Killt die blöde Kuh! Ich brauch doch keine Elite-Kacke hier immer die ganze Zeit angreifen. Jetzt macht sie doch kaputt. Oh, Mann! Ich klick mir im Wild hier. Mach die scheiß Heilerin kaputt. Oh, ich krieg hier einen Wutanfall. Jetzt mach die Kack-Heilerin weg. Dankeschön. Vollpfostenverein hier, ey. Dumm wie Brot. Ja, wir sind tot. Wir haben alle Einheiten verloren. Ah, klicken wie ein Weltmeister! Warum ist denn der ganze Dungeon eingerissen worden? So ein Kack hier, ey. Naja. Jetzt muss ich jetzt gucken, ob ich das wieder reparieren bekomme. Okay, alle Einheiten verloren. Habt ihr gesehen? Meine ganze Armee ist kaputt gegangen hier an drei Elite, die hier genau mittendrin gespawnt worden sind. Also echt blöder kann man das nicht machen vom Spiel. Naja, aber es ist nur so. Aber es ist echt so scheiße. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe alle Einheiten an so einem scheiß Elite verloren, weil die blöde Heilerin geheilt hat. Die heilt und keiner von meinen blöden Vollpfosten greift die Heilerin an. Und du kannst ja auch nichts dagegen tun. Und ich sehe mal wieder auch gerade, dass alles zerstört ist bei mir. Ach nee, jetzt ist hier Polen offen oder was? Okay. Kann ich jetzt irgendwelche Einheiten noch nachbauen oder ist irgendwie alles kaputt? Das sind meine schönen, super guten Orks, ey. Die sind alle kaputt gegangen. Elite 1, ey. Kannst du alle nicht mehr gebrauchen. Alles Schrott. Ach. Wo kam denn die eine Elite-Einheit bitte her und hat dann den Käfig eingerissen? Woher kam der? Ich hatte gar keine Einheiten hier unten unterwegs. Hier lief keiner rum. Das ist so Quatsch. Das sollen sie mir mal bitte mal irgendwie erklären, bitte. Ja, scheiße. Ja. Dumm ist der dumm es tut. Und ich habe immer noch leider nicht verstanden, ne, was ich tun soll. Gibt es einen Weg irgendwo lang oder was? Ich weiß es nicht.
Ja, hier ist noch so ein Rangending. Ich glaube, das muss ich auch noch kaputt schlagen, schnell. Was für eine Quarkfolge heute wieder, ey. Diese Folge heute, die regt mich richtig auf. Oh, ich werde gerade richtig wild bei dem ganzen Mist hier. Erst recht, weil immer viele Sachen einfach gar nicht immer also plausibel. Ich verstehe, klar, Wurzeldinger kommen, greifen alles an, reißen überall ein, machen riesengroßes Terrain. Wo kam denn bitte der Zwerg her? Wo kommt dieser verfickte Scheiß-Zwerg her? Verreckt, du Drecksding, und du Scheiß-Meisterschütze auch. Verreckt in der Hölle. So. Wechseln Sie. Zahltag. Und alle laufen los, weil Zahltag ist. Scheiß auf den Scheiß Zahltag. Die geht jetzt hier für mich arbeiten. Gebt eure Befehle. Level 1er Ork, ey. Pff. Level 1er Das Böse wird siegen. Kann ich da überhaupt schon hin? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Echt. Dann gehe ich doch mal hier hin. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich doch mal hier raus. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich hab jetzt keinen Bock auf euch scheiß Ranken. Ich ranke dich jetzt kaputt. Das Böse ist unaufhaltbar. Bringt das überhaupt was, was ich hier tue? Ich muss hier irgendwie vielleicht lang oder so. Wer weiß. Wo, keine Ahnung. Wo muss ich lang? Was muss ich tun? Ich habe den ganzen Dungeon umgegraben. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich sehe es nicht. Hier vielleicht? Über den Fluss? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Sind die noch weitergekommen? Ist er alle tot? Alle tot. So. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Was muss ich tun noch? Ich kann ja noch weiter ausgraben. Ich kann ja von mir die ganze Welt umgraben. Ich muss doch irgendwie eins von diesen Artefakten finden. Hier ist ein Kackportal. Oder muss ich das abnehmen? Ach komm. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich muss das abnehmen, ey. Warum sagt uns das Spiel das nicht einfach mal? Was ist denn daran so zu schwer, meine Erklärung ganz kurz rauszulassen? Nur einmal mit Profis, Leute. Ein fucking goodness Mal. Mit Profis, bitte. Ah, die kriegen ja schon nicht mehr viel Schaden von dem Zeugs hier. Und hier haben wir einmal drehen und der Wolf. Boah, wie geil der wegfliegt.
Okay, ich lasse jetzt mal ganz kurz ein bisschen chillen. Und dann gehen wir gleich wieder raus. Anders geht's ja nicht. Jetzt habe ich alles umgegraben. Echt hier. So eine Kacke. Für was? Ich habe echt gedacht, ich muss noch so einen Stein finden. So. Ja, Leute. Wir werden das jetzt noch ein bisschen dranhängen, noch was? Ach komm, den letzten Stein schieße ich jetzt auch noch, damit hier endlich mal Ende ist. So. Kann ich jetzt hier so raus? Habe ich die jetzt hier reingeworfen? Dankeschön. Mann, ey. Zeit, den Müll rauszubringen. Wer hätte das gewusst? Wer hätte das gewusst, dass es so funktioniert, ey? Naja. Einen Außenposten erobert. Schön, dass du noch angreifst. Dass wir auch gerade noch überhaupt nicht mit Problemen gerade waren. Ein Außenposten wird angegriffen. Ach ja. Huch, irgendwas ist gerade weggeflogen. Schön, dass sie da hinten irgendwas macht. Eine Geburt hier mit den Leuten, echt. Die machen, was sie wollen, echt. Es ist so scheißegal, was ich denen für Befehle gebe. Gebt eure Befehle. So, geht da mal rein, chillt euch nochmal eine Runde ab. Kann ich das hier eigentlich nicht abreißen? Warum ist das denn hier noch überhaupt da? Ich weiß es nicht. Mit voll wenig Gold gegraben irgendwie. Na doch, die machen da schon was. Warum muss der jetzt loslaufen? Es gibt doch so viele, Zehntausende von denen. Ja. Ich glaube, der braucht eine Schlafstätte. Unser dicker Bubu. Wie heißt denn der eigentlich, dicker Bubu? Tena! Ist doch für alle da. Ist doch für alle da. Ja. Es ist doch für alle da. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Hoffentlich passt das jetzt für den Dicken. Ich hatte das extra so gebaut, hier eins noch. Also Platz ist doch. Das müsste eigentlich noch... Oder hat der Ogre einen Platz bekommen schon? Tödliche Pilze wuchsen im Dungeon heran. Ja. Lass mich wissen, ob die wirklich explodieren, ob die das wirklich kaputt machen. Das lasse ich jetzt mal so. Ich habe keinen Bock, jetzt alle wieder wegzuziehen. Ob die wirklich Schaden machen? Letztes Mal hatte das nämlich keinen Schaden gemacht, das andere Ding da. Wie heißt das nochmal? Die einen Bomben, Mana-Bomben. Nö. Hat es nicht.
Die wollen hier unbedingt was kaputt machen. Also wenn sie das jetzt immer hier hin tun, dann ist das okay. Doof, echt. So, wo ist die dritte blöde Mana-Bombe? Kommt nichts? Nö. Alles Böse kommt von oben. Raus. Ich entfalte Schokolade. Was ist? Oh ja, so ein menschliches Lager wegbashen. Oh, wie sie mir auf den Sack gehen die ganze Zeit schon. Irgendwas muss doch hier zerstört werden, oder nicht? Welcher Trupp ist ziemlich stark eingeschlagen? Der hier, ne? Ich werde das Land vernichten. Okay, was war hier oben? Nichts, ne? Ach, hier. Da bin ich einfach dran vorbeigerasselt. So, das wird das letzte Teil sein, was ich jetzt einnehmen werde. Für diese Folge. Wir sind ja jetzt schon wieder bei einer Stunde und fast 10 Minuten. Boys. Oki. Wen soll ich töten? Dankeschön. Hätte ich das gewusst, dass ich diese blöden Ranken da kaputt mache. Ich habe immer gedacht, ich brauche dafür diesen Runenstein. Egal, falsch verstanden. Aber ist ja eh nicht so schlimm. Ich musste sowieso im Untergrund erstmal alles durchgraben. Jetzt ist der Dex eigentlich recht stark genug. Zahltag. Jetzt ist wieso Tag und jetzt kommen gleich wieder blöde Einheiten. Und die gehen mir dann voll auf den Senkel. Aber ist egal. Ich sage dann mal bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und genau hier geht es dann direkt weiter. Bis dann und tschüss.